Wir machen heute einen 10.000 Euro Tarnung Heidensieg im Wasserpark. Die Affen haben mich einfach gerade verraten. Hier oder was? Oder da? LOL. Digga, oh mein Gott, Marvin, Alter. Oder? Leute, ihr seht schon, wir haben ja auf jeden Fall richtig viele Kandidaten am Start. Alle haben verschiedene Farben heute an und können sich in verschiedenfarbigen Rutschen tarnen und so weiter. Es gibt heute Miraman Wein an mit richtig vielen Rutschen, Leute. Wer von euch gewinnt, 10.000 Euro, ihr wisst Bescheid, Leute. Und der kriegt auch mein Buch auf jeden Fall geschenkt. Das heißt, strengt euch an. 3, 2, 1, let's go, die Zeit läuft, Leute. Okay, Leute, ich würde sagen, diese Kamera ist jetzt aus. Wir sehen uns gleich. Okay, Leute, ab jetzt sind wir hier oben. Versuche ich jetzt wieder, wie beim letzten Mal, in der Piranha zu verstecken, weil wenn ich merke, dass man kommt, wechsle ich immer die Seiten, weil es mehr zwei übereinander. Aber Leute, ich bin Noah. Ja, ich bin der beste Freund von Fabi und ich hole das Ding aus, bevor ihr überhaupt das Video anschaltet. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ich hatte das Problem, dass ich nicht ins Wasser gehen kann. Deswegen muss ich mir jetzt hier auf Land mein Versteck suchen. Ziel ist es heute einfach nicht als erstes entdeckt zu werden. Ich muss erstmal gucken, wo ich mich jetzt verstecke. Oh mein Gott. Ja, let's go. Ja, also wir gehen jetzt quasi in den Rutschturm hoch. Damit wir hier oben kommen, eigentlich. Glaube ich, erstmal ein safes Versteck. Ich bin richtig gespannt. Leute, ganz wichtig, wenn ihr dieses Video seht, mein neues Buch ist heute rausgekommen, Leute. Das heißt, ihr könnt es ab jetzt überall bestellen, wo es Bücher gibt. Amazon, ihr könnt auch in den Laden gehen, Leute. Egal wo, Osiander, Thalia, Hugendubel, überall wird es mein Buch geben. Gönnt euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich werde auch heute einige von euch treffen in Mannheim um 16 Uhr beim Meet and Greet. Boah, da ist rot. Lol, die Reifenrutsche ist rot. Alter, das ist ja richtig krass. Boah, das qualmt sogar da. Alter. Ich würde sagen, Leute, ich fange jetzt schon mal gleich an. Ich werde jetzt noch mal kurz die Kamera, die große, zurückbringen. Und dann geht es sofort los mit dem Hide and Seek. Oder ich gehe einfach hier rein. Ey, das geht wie 3000. Hier wird er mich niemals finden. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ah! Stoppen, 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 stoppen. Okay, Leute, wir sind jetzt. Nein. Ja, warte. Leute, man bekommt zu viel Speed. Ah. Okay, Leute, jetzt geht es los. Ich versuche jetzt die ganzen Burger Pommes Mitglieder zu finden. Burger Pommes! Wir haben ja auf jeden Fall direkt die Krokodilrutsche und Leute, oh, was sehe ich denn da? Die Tür steht offen, Leute. Was soll das wohl bedeuten hier bei der Krokodilrutsche? Ich würde sagen, wir schauen mal, ob da jemand ist, Leute. Die rutschen wir dann auch als allererstes, Leute. Mal gucken, ob hier jemand ist. Hier könnte sich jemand verstecken mit Grün. Allerdings gibt es heute die Farbe Grün nicht. Hier sehe ich auf jeden Fall niemanden, Leute. Ich glaube nicht, dass der hier hochgeht. Und Leute, ihr habt auch übrigens gesehen, wow! Oh! Wow! Leute, von hier hat man auch einen richtig guten Überblick. Ich bleibe mal hier kurz stehen. Und jetzt gucke ich mal hier, ob hier jemand irgendwo ist. Aber ich finde hier gerade niemanden. Auf jeden Fall, ich chill jetzt ein bisschen und oh, sehen wir was hier. Ich muss unbedingt gewinnen, die 10.000 Euro. Ja, noch dieser verlassene Rutsche drin. Noah! Ja, von dir! Komm, komm! Digga, rutscht die nicht? Was? Rutscht die nicht? Warum nicht? Da kommt die mit Schwester stehen. Was? Da ist sie nicht von euch stehen zu bleiben. Komm schnell hoch! Leute, wir haben jetzt Miraman vor uns, aber nur in den nächsten 25 Minuten. Und dass mich da jemand findet, da werden schon Leute kommen, bevor alle gefunden wurden, safe. Leute, heute sind noch zwei neue Kandidaten dabei, und zwar die besten Freunde von Fabian. Wow! Also von meinem Cousin, Leute. Die sind in seiner Klasse und die wollten auch mal unbedingt dabei sein, deswegen sind die heute auch mal dabei. Also auf jeden Fall war hier schon mal niemand. Hier war auf jeden Fall schon mal niemand bei der Krokodilrutsche, okay? Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ich würde sagen, als nächstes, Leute,
gehen wir hier oben in den Rutschenturm. Da könnte ich mir echt vorstellen, dass da sich jemand verstecken könnte, Leute. Und jetzt gehen wir mal hier den Rutschenturm hoch. Ey, bestimmt wollte mich hier jemand verwirren, Leute. Ich sag's euch. Und zwar dachte der so, ich gehe da bestimmt nicht rein, wenn die abgesperrt sind, die Rutschen. Aber so einfach nicht, Leute. Das ist ja dieser Sensi. Da müssten wir die rutschen, aber dürfen wir die rutschen? Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Scheiße, der kommt. Er kommt, ich glaube, er kommt. Er kommt. Wenn er kommt, rutschen wir die zusammen, okay? Ist egal, ob wir schicken bleiben. Und dann sehen wir, er kommt. Ich höre da was, Leute. Mein Gott, die sind da oben. Lol. Bro, warte mal kurz. Ich dachte, hier sind ein paar Paulberger. Hier ist auch rot, Leute. Hier muss jemand gewesen sein. Wow. Oh, ich verfolge die jetzt in der Rutsche, Leute. So ein Ding ist das. Wow. Alter. Alter, Digga. Wow. Oh mein Gott, Achtung! Oh nein! Moin! Oh mein Gott, ich glaube, ich habe dich gefunden, kann das sein? Alter! Du bist der Erste, der raus ist. Was ist dein Statement? Schlechtes Versteck. Schlechtes Versteck? Ich würde sagen, du kannst mal mit mir mitkommen. Ich würde sagen, Leute, wir schauen noch mal hier hinten in dem Becken von der Rutsche hier. Aber hier sehen wir auf jeden Fall auch niemanden. Okay. Okay, das heißt, ich würde sagen, du kommst mal mit mir mit, ne? Leute, ich würde mich niemals finden. Ich überlege gerade, ob ich den Anzug ausziehe, die wieder pranke und irgendwo hinlege. Leute, schaut euch mal an. Das ist einfach so unauffällig. Das sieht man nicht einfach. Ah, oh! Hier ist ein geheimer Raum, Leute. Oh, warte mal. Ne, hier ist, glaube ich, niemand drin, okay. Ist auch ein bisschen sehr dunkel da. Dann gehen wir jetzt mal hier den Rutschenturm hoch, Leute. Alter, es sind noch, glaube ich, immer noch 5 Kandidaten oder so drin. Ich glaube, wir hatten 6 Kandidaten, ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wo Lukas ist. Glaubt mir. Digga, wir müssen so krass wieder. Vor allem, Digga, Lukas hat mich so knapp fast gefunden, Digga. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Komm mal her, Leontien. Leontien, ich wurde gerade fast gefangen. Komm, Santi und ich sind die Rutsche gerutscht. Dann kam Lukas hinter uns und Santi wurde gekämpft. Ich bin hinter dem Ding gekämpft und Lukas mich nicht gesehen. Oh mein Gott, ey, ich muss dir was sagen. Ja, sag mal. In der Rutsche ist einfach Fabian drin. Wollen wir in die Rutsche gehen? Ja. Okay, komm dann. Ey, aber warte, da musst du lang. Ja, aber da ist Lukas gerade lang gelaufen. Ja? Ja, da ist Lukas lang gelaufen. Okay, dann komm. Ja, nee, warte, vielleicht geht der außen rum. Sollen wir gucken? Lukas. Oh, ich würde so gern rutschen, das glaubt ihr mir gar nicht. Aber ich glaube, das ist kein gutes Versteck für mich. Ey, weißt du was? Ey, lass jetzt mal kriegen und fangen. Ja? Du musst da rutschen. Ey, Lukas ist jetzt hochgelaufen. Kann sein? Ich würde sagen. So, warte mal hier, die Splash, Leute. Okay. Ah ja, die ist kaputt, die Rutsche. Okay. Leute, ihr seht, da läuft auch kein Wasser. Die ist kaputt, da wird. Ich glaube, da wird auch niemand drin sein dann. Ich bin Pikachu. Dann, ja, hier. Oh, ey, gut aufgepasst. Leute, ihr seht es. Wir sind einfach mal Fußspur. Das heißt, hier war jemand. Ich würde sagen, let's go. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, den werde ich finden, Leute. Wer hat's hier getan? Oh! Alter Fabian, du hast den da Rutsche versteckt. Dann wissen wir, dass er Dings Fabian und Santi wurden gefunden. Also wir beide, Marvin und Lukas sind noch da. Alter, let's go. Wolltest du eigentlich bei Gabe sein, Fabian? Ja, ich bin mal aufgeregt, weil ich das gehört habe.
Ey, das wäre, hier wäre richtig krass gewesen, aber hast du Pech gehabt, dass ich hier direkt gerutscht bin? Ich habe nämlich deine Fußspuren entdeckt. Boah, ich hab, ist das Stimme? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, was machst du? Es darf leider nicht rutschen, deswegen muss ich wieder runtergehen. Die ganze Zeit gerutscht. Oh mein Gott, die sind einfach auch ohne Wasser gerade. Mega. Das ist ja geisteskrank. Bro, das ist, ey, ich habe das so noch nie gesehen bei diesen Rutschen hier. Alter. Leute. Oh, hier ist ein bisschen Wasser drin, aber das ist richtig kalt, Leute. Ich laufe jetzt mal hier von unten rein. Digga, vielleicht ist da jemand im Riesentrichter. Ey, hier ist einfach niemand drauf gekommen. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Ich muss halt echt aufpassen, dass ich nicht ausrutsche, Leute. Oh mein Gott, es ist richtig kalt. Spiere. Digga, guckt euch das mal an hier. Alter. Bro. Burger Pommes. Burger Pommes. Alter, richtig krasses Echo. Aber hier war niemand, Leute. Jetzt ganz vorsichtig wieder zurück. So, jetzt kann ich wieder schnell reingehen. Hier war also auch niemand drin. Ich check's nicht, wo sind denn die anderen? Aber ich gehe nochmal zu den weiteren Rutschen kurz. Oder warte mal, vielleicht ist hier bei den Reifen ja auch jemand. Leute, vielleicht Leontin, der sich hier drin versteckt, wer weiß. Das Schild steht hier schon auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ich glaube kaum, dass hier jemand dran vorbeigegangen ist, aber wir werden es sehen. Okay, Leute. Vielleicht ist hier jemand dran vorbeigegangen. Ah, hier liegt ein Reifen, Leute. Oh. Okay, da unten sehe ich auch niemand. Da wäre ein krasses Versteck gewesen für den mit dem schwarzen Anzug, Leute. Wow. Wow. Alter. Das hat mich hier richtig weggebettet. Leute, hier ist mein perfektes Bett, aber es ist leider nicht weiß. Deswegen suchen wir uns was anderes. Oh mein Gott. Leute, da ist wirklich was. Da läuft jetzt zu den Rutschen hoch, wo ich da vorne. Alter, überkrass. Ja, ich hab richtig Angst, dass sie mich einer sieht, ey. So. Okay, jetzt müssten eigentlich mittlerweile wieder ein paar Leute kommen. Denk ich auch. Ich höre irgendjemand redet. Ich denke, was denkst du, wo Marvin ist? Ja? Ich bin da. Oh nein, Lukas kommt, Lukas kommt. Psst. Psst. Lukas ist da. Wir können uns hier verstecken an dem Mülleimer. Ich steck mich hier. Oh, Leute. Hier liegt eine Schwimmbrille. Digga. Digga, ey. Das wäre ein krasser Steck gewesen. Aber Leute, hier sieht man. Hier sieht man ein bisschen Wasser und hier auch. Das sieht aber nicht so aus, als ob da jemand entlang gegangen ist oder gerutscht ist von den Spuren her. Meisterdetektiv Lukas, ne? Keine Fußspuren. Aber wäre auch krass gewesen in diesen Rutschen ohne Wasser. So. Jetzt schauen wir mal hier ganz oben, ob hier jemand drin ist. Die Luke rutscht auch nicht. Okay. Frage ist jetzt natürlich, ob hier jemand versteckt ist. Vielleicht bei der Falltür. So. Okay, schauen wir mal hier bei der Falltür. Lol, die ist einfach mal offen. Oh mein Gott, ich hab dich! Lol, Leontin! Hä? Wart ihr hier beide versteckt? Ja. Oh mein Gott, ey, krass. Okay, Jungs, ich glaube, euch beide habe ich also auch. Warte mal, ich guck mal, ob da noch ein Dritter ist von euch. Lukas, du hast mich nicht gefunden, als ich bin mit Tante die Rutsche gerutscht und dann neben der Rutsche bin ich runtergetaucht, als du da rausgekommen bist. Echt jetzt? Ja. Alter! Das sind auch ganz schöne Bilder. Hier ist ein Zebra, eine Giraffe. Das hinten ist, glaube ich, auch ein Zebra. Und ein Nashorn. Leute, die mich mal einen Gefallen tun, dafür, dass ich hier so krass bin, müsst ihr jetzt mal alle meinen Kanal abonnieren, Leute. Unbedingt abonniert den mal und schreibt in die Kommentare, ob ihr auf so ein krasses Versteck gekommen wärt. Digga, ist zu krass, Leute. Abonniert alle mal gerne meinen Kanal. Seht ihr jetzt eingeblendet. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es getan habt. Oh mein Gott.
Alter, ich habe einfach hinter dieser weißen Tür einfach einen Pendelraum gesehen. Also hier würde ich ja mal 100% gewinnen. Wow, alle rutschen! Let's go! Yeah! Süß! Leute, alle rutschen hier zusammen! Wow! Soll ich den Boost geben? Ja! Boost! Let's go! Ab zu Leontin! Oh, Leontin! Oh mein Gott, Leute, ich bremse mal lieber, dass ich ihm nicht in den Rücken rutsche. Okay, Leute. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch Marvin finden und Luca. Moin, Leontin! Jogger Pommes! Let's go! Ich höre die auf jeden Fall. Hier war unser Anfangsversteck. Ich glaube, das ist der Bademeisterposten, oder? Wenn er hier dann da drin steht, dann sieht er das ganze Wasser. Ich höre auf jeden Fall Kinder. Ich glaube, Lukas fehlt noch. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob die Absperrung da vorne war oder ob man da weitergehen konnte. Eigentlich will ich noch ein bisschen... Oh mein Gott, da war Lukas. Digga, ich habe alles... Oh, ich glaube, da hinten habe ich jemanden gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, da hinten ist Lukas. Ich glaube, ihr seht es nicht. Ich glaube, es liegt nicht. Ich setze mich einfach kurz auf diese Liege und bleibe. Jetzt hätte er mich nicht sehen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, das Ganze. Okay, Leute. Die Frage ist jetzt, wo sind die anderen? Ich glaube, ich habe da hinten etwas gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen auf jeden Fall mal der Sache auf den Grund gehen, ob wir da jemanden noch finden werden. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, der findet mich nie. Das ist so geil, ey. No joke. Ja, zum Glück ist der hinten. Soll ich schnell mein... Oh, die verraten mich gerade. Die verraten mich gerade, dafür nehme ich meinen Joker. Ja, da. Oh mein Gott, ich habe einen Tipp bekommen. Okay, Leute, ich glaube, ich habe einen Tipp bekommen. Ich glaube, da soll jemand hinten sein, Leute. Wir schauen jetzt mal direkt nach, Leute. Die anderen haben mich einfach gerade verraten. Hier oder was? Oder da? Hä? Hier ist doch niemand. Digga, was ist das für ein OP-Versteck? Wie hast du das gefunden? Ey, die haben so gezeigt da hinten. Gell, die haben mich verraten. Ja, die haben mich verraten. Und ich dachte so, Digga, das ist ja geisteskrank. Hast du das gefunden? Ich hab mir hier erstmal nur meinen Schuh gemacht. Da habe ich gesehen, dass das hier locker ist. Alter, was? Und das ist noch weiß. Ey, das ist 10.000 Sekunden. Leute, lasst mal ein Like da für dieses OP-Versteck. Ich habe gesehen, dass die Tür so ein bisschen aufgestanden hat hier. Ja, wenn ich zugemacht hätte, hättest du es gehört. Weißt, Alter. Gesehen, Digga, das ist Maximum OP. Ey, du hättest fast die 10.000 Euro gewonnen. Fast? Fast. Oh, wer fehlt? Marvin. Ich hab den roten Marder gefunden. Wo? Bei den Rutschen. Bei welchen? Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wo genau. Alter, ich hab Marvin noch nicht gefunden, ich check's nicht. Ich denke, die haben eh schon alle gefunden, außer mich. Oder was meint ihr? Ich bin jetzt hier schon 20 Minuten drin. Ey, Leute, richtig süß. Hier haben wir noch eine Zuschauerin, so ein Thumbnail einfach von mir ausgedruckt. Ey, vielen Dank, ne? Freut mich sehr. Soll ich noch was unterschreiben, oder? Ich hatte hier noch einen Zettel, aus dem ich den Anhänger machen wollte. Das? Ja. Soll ich das auch unterschreiben? Ja. Wie habt ihr davon mitbekommen, dass ich hier bin? Meine Mama arbeitet hier und sie hat uns das gesagt. Ah. Lol. Wir haben das Kostüm gefunden. Oh mein Gott, ich geh mal gucken, ich Ende sehe. So, Leute, ich würde sagen, wir müssen mal gucken, wo ist Marvin hier? Lukas, ey, ich geb dir von den... Du hast Marvin gerade gesehen? Ja. Ey, ich geb dir 3.000 von den 10.000 ab, wenn du mir einen Tipp Nein, gibst. Kann ich nicht machen, sonst arbeitet Marvin nicht mehr mit. 5.000. Ey, Leute, da ist Lukas. Let's go, ich glaube, ich werde das Ding gewinnen. Ich bin zu krass. Bro, wo ist Marvin, Digga? LOL! Hä? Digga, das ist ein rotes Kostüm, Mann. LOL! Digga, oh mein Gott, Marvin, Alter, der cheatet schon wieder. Ey! Ey, Marvin, wo warst du? Ja? Hä, wo warst du, Digga? Ja, ich bin in eine Wasserrutsche da drüben drin gewesen. Echt jetzt? Ja, wir haben die ausgestellt. Digga! Ja, geisteskrank, ne? Als ob du in der Rutsche drin warst. Ja, ganz hochgegangen, bis oben hin. Wirklich? Ja, ich hab durchgezogen. Ey, Alter, hast Digga, gewonnen? Du hast gewonnen, die 10.000. Ja, Leute, let's go!
Digga, Marvin, Glückwunsch. Du bekommst auch mein Buch geschenkt, 10.000 Euro. Ey, das Buch freue ich mich schon ultra drauf. Ja, Mann. Let's go, bis dann. Ciao, ciao.